Im Haller Rathaus wurde im vorigen Jahr ein Schatz entdeckt. 45 wertvolle Bibelfliesen schmücken dort einen Kamin. Ein Foto davon ist jetzt in unserer St. Johanniskirche zu sehen. Und bald kommt noch eine Ausstellung mit 96 historischen Bibelfliesen dazu. Die Ausstellung sollte hier schon seit Anfang April zu sehen sein. Aber durch die Corona-Krise müssen wir wohl noch eine Zeit lang darauf warten. Ein Vorgeschmack ist das Foto vom Kamin im Rathaus, das jetzt in der Kirche zu sehen ist. Immer zu den Zeiten der offenen Kirche, also dienstags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 17 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 12 Uhr, sowie vor und nach den Gottesdiensten, die ab dem 10. Mai wieder stattfinden dürfen. Die Bibelfliesen sind niederländische Volkskunst und sie sind über 200 Jahre alt. Sie zeigen, wie biblische Geschichten verbreitet wurden. Und das in einer Zeit, als wegen des biblischen Bilderverbots in den reformierten niederländischen Kirchen die Bilder weiß übertüncht wurden. Kein Bild, keine figürliche Darstellung sollte von dem verkündigten Wort Gottes ablenken. Aber die Menschen wussten sich zu helfen. Und so entwickelte sich die Tradition der Bibelfliesen, und zwar für den privaten Gebrauch. Es sind Kunstwerke von kleinem Format, ungefähr 12,5 cm im Quadrat. Sie wurden einzeln von Hand gefertigt. Arme Leute konnten sich diese Pracht nicht leisten. Entsprechend zierten sie Küche und Kamin in den Häusern des gehobenen Bürgertums. In Halle gehörte der Kamin mit den Bibelfliesen in den Meindershof, in dem der Landrat sein Büro hatte. Als neben dem Meindershof vor ungefähr 100 Jahren das neue Kreishaus, das heutige Rathaus, errichtet war, wurde der Kamin in die Wohnung des Landrats Heinrich von Campe im Kreishaus eingebaut. Gleich gegenüber dem Eingang zum Trauzimmer ist der wertvolle Kamin zu bewundern. Jetzt also auch auf einem großen Foto in unserer Kirche. Die Fliesenbilder zeigen biblische Szenen. Zum Beispiel das Bild Nummer 17 in der dritten Reihe von oben. Sehr anschaulich wird hier Jesu Mahnung vor dem Richtgeist, man könnte auch sagen vor der Kritiksucht, dargestellt. Die eine Person hat ein Brett vor dem Kopf, die andere Person einen Splitter im Auge. Jesus ermahnt in der Bergpredigt: Bevor du den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen ziehen willst, zieh erst einmal das Brett aus deinem Auge. Ein drastisches Bild. Gemeint ist, bevor du Kleinigkeiten an deinem Mitmenschen kritisierst, kümmere dich erst einmal um deine eigenen Fehler. Wir sagen heute auch, pack dich erst einmal an deine eigene Nase. Ein anderes Bild möchte ich noch erwähnen. Es ist ganz unten rechts auf dem Foto zu sehen. Das Bild zeigt eine Person auf einem Baum sitzend und zwei Personen, die zu ihm aufschauen. Was macht der Mann auf dem Baum? Gemeint ist der Zolleinnehmer Zachäus, von dem die Bibel erzählt. Als Jesus nach Jericho kam, wollten ihn viele Menschen sehen. Auch Zachäus,
aber der war etwas klein geraten und konnte nicht über die Menschenmenge hinwegsehen. Also kletterte er auf einen Baum und wartete, dass Jesus unter ihm entlang gehen würde. Keineswegs wollte er da oben entdeckt werden. Aber Jesus sah den Zachäus und sagte ihm: Komm vom Baum runter, Zachäus, ich will heute dein Gast sein. Das empörte die frommen Leute. Mit so einem setzt sich Jesus an einen Tisch? Mit dem wollen wir doch nichts zu tun haben. Der kassiert von uns den Zoll und arbeitet mit der römischen Besatzungsmacht zusammen. Doch Jesus hat keine Berührungsängste. Er ist gerade für solche Leute da, um die andere am liebsten einen Bogen machen. Das erinnert mich an die Anfänge des Hallermittagstisches vor 10 Jahren, als unser Gemeindepädagoge Sebastian Plath mit seinen Mitarbeitern die Menschen, die es schwer haben, von ihrem Treffpunkt am alten Busbahnhof ins Martin-Luther-Haus einlud, gab es kritische Stimmen. Gehören die ins Gemeindehaus? Längst sind diese Stimmen verstummt, Gott sei Dank, und der Mittagstisch wird von den Gemeindegliedern und der Öffentlichkeit geachtet, geschätzt und unterstützt. Was geht Ihnen beim Betrachten der Bibelfliesen durch den Kopf? Schauen Sie sich die Bilder auf diesem Foto in Ruhe an. Auf einem Blatt, das ausliegt und das auf der Vorderseite noch einmal das den Kamin zeigt, ist auf der Rückseite zu sehen, welche Bibelstellen zu welchem Bild gehören. Viel Spaß beim Entdecken!